Hallo, hier bei Made Mission 2, die verrückte Mission. Auch ein chinesischer James Bond, ja. Ein Hongkong-chinesischer James Bond, ja. Wenn er den Mann vom Hongkong gebracht, das war so ein chinesischer Agentenfilm, alter James Bond. Das ist Made Mission 2 auch. Made Mission 2 bringt auch das James Bond-Feeling sehr gut rüber, ja. Ist aber so ein leichter Film, ein lustiger Film, ja. Also ich würde so sagen, so Action-Comedy-Version, ja. Und den habe ich jetzt, früher habe ich die ganze Folge von Mad Mission auf VHS-Kassette gehabt. Jetzt habe ich mal den zweiten Teil auf Blu-ray, da bin ich richtig stolz, dass da meine Sammlung sind. Sind auch richtig schöne Jugenderinnerungen, ja. Und das sind einfach geile Filme. Sei es die Outer Stunts, sei es die Kung-Fu-Kämpfe, ja. Sei die Verrücktheit in dem Film, ja, der ist also lustig. Und wenn irgendwas vorkommt mit Special Effects, sind das handgemachte Special Effects. Kann man sich vorstellen, wie in der Horrorfilmszene, wie Tanz der Teufel, die Altversion, ja, von früher. So ist das halt in der Action-Szene quasi die Special Effects mit Kampfroboter und spezielle Battlefight Cars und so James Bond Ausrüstung, aber nimmt's ab. Habe jetzt in ungeschnittener Version Blu-ray, ist ja eher geile Qualität. Regie war Eric Zhang, super Regisseur, ein super Schauspieler. Eric Zhang ist ein sehr perfekter Sänger, sehr guter Sänger. Eric Zhang hat auch mit Jackie Chan schon Lieder gemacht, ja, gesungen zusammen mit ihm. Ja. Also Eric Zhang ist eine Hongkong-Filmlegende. Ja. Er hat auch sehr super Regiearbeit geleistet. Da spricht die Erfahrung für sich. Ja. Ja. Also da haben in dem Film haben nur Legender mitgemacht. Schneidetechnik war Tony Chow, ja, hervorragend. Ja. Der Film ist einfach nur bezaubernd. Sam Hui, ja, der hat den chinesischen James Bond gespielt. Ja, James Bond hätten sie halt nicht nennen können. Dann war eigentlich der Name Sammy King Kong, ja, so ein Spitzname, Sammy King Kong, das war der chinesische James Bond in dem Film, ja, so, Karl Maga, der spielte den Kocek, ja, haben sie halt den Namen genommen, um ein bisschen Humor einzubauen, das ist quasi der auch ein Agent und Kampfgefährte vom Sammy King Kong, ja. Und das sind auch die Jugenderinnerungen. Da freut man sich. Sammy Hui, ja, hat halt das Pech und das Glück, dass er vom Gesicht im Jackie Chan ziemlich ähnlich sieht. Und dann haben sie halt das Made Mission so Jackie Chan mäßig mein Muskelzeug, ja. Also, nennt sich Mad Mission, also die verrückte Mission, Mad Mission, da war das so, ging so Richtung Comedy Jackie Chan, ja, aber Sammy Hui hat sich aus dem Schatten von Jackie Chan geschafft, ja, hat sich von Jackie Chan inspirieren gelassen, hat aber seine eigene Note gemacht, der Sammy Hui, ja. Also, da hat es aus dem Schatten von Jackie Chan geschafft, zum Beispiel mit so einem Film, ja. Und hat sich inspiriert lassen von Jackie Chan, aber hat seine eigene Note gemacht. Ja? Und wenn man vom Sammy Hui spricht, dann steht er ja nicht im Schatten von Jackie Chan. Jackie Chan hat sich auch von anderen Leuten inspiriert lassen, wie von Charlie Chaplin, Buster Keaton und so weiter. Ja? Sich inspirieren lassen ist ja keine Schande, nur direkt kopieren ist eine Schande. Und das haben die Beute nicht. Jackie Chan hat seine eigene Weg gemacht, seine eigene Note gemacht. Das hat der Sammy Hui auch gemacht. Ja, Sammy Hui ist super Schauspieler,
super Showkampf, was er mit seiner Kung Fu-Leistung auf den Weg bringt. Simu Hui möchte auch seine eigene Filmmusik dazu. Also so wie beim Jackie Chan möchte das. Und Simu Hui macht seinen eigenen Stunt selber. Ja, beim Jackie Chan ja auch. Er möchte alle seine Stunts selber, singt. Ja. Und möchte er seine Showkämpfe auch alle selber. Und so ist es beim Simu Hui auch. Ja. Der Simu Hui hat auch die Filmmusik gemacht. Der singt richtig gut. Also ich habe die Musik geliebt. Von eigentlich beide, vom Jackie Chan, von Simu Hui. Ja, da habe ich in der Jugend immer gern angehört, bis heute noch. Also, das sind Musik, die begleitet mich mein ganzes Leben. Solche Sänger. Ja. Da, hier, vorne und hinter. Ja. Da sind wir auf die zweite Stelle. Kann man gar nicht mehr drehen, von der Kraft. Hey. So. So. Ja. Meine Kniescheibe. Also. Da spielt er eine bezahmte Frau mit. Sui Chang. Ja. Da muss man ganz schnell hocken, meine Kniescheibe. Ja. So. Dann haben wir einen Clint Eastwood-Verschnitt, war aber nicht der echte Clint Eastwood, so viele das gesehen haben. Aber wenn jemand genommen, der Clint Eastwood sehr ähnlich sieht, wie der Schauspieler Kaiser hat, weiß ich nicht, es war ein europäischer, amerikanischer Schauspieler höchstwahrscheinlich, ja, oder ein europäischer Schauspieler oder irgendwie so ein Europäer von Australien, hat einen Clint Eastwood sehr ähnlich gesehen, aber ich bin mir sicher, das war nicht der Clint Eastwood. Der hat aber im Clint Eastwood sehr, ja, war zum Verwechsler ähnlich, sagt man so. Da hat den Yokosuke Kurata mitgespielt, man kennt ihn auf dem Blattfight, da hat er einen betrunkenen Trainer gespielt, der sein Schülerrecht dann am Dschungli. Blattfight ist ja quasi die Fortsetzung von Blattsport, der bei Blattsport auch seine eigene Fortsetzung hat, ja. Aber den hat noch Blattfight dreht, noch extra, also Blattsport hat dann viele Filme inspiriert. Aber der Schauspieler von Blood Fight 1, der hat da bei Made Mission 2 auch mitgemacht, den Mafia-Chef, ein ganz guter Kampfsportler, Kampfkünstler, der mit der Mimik quasi jede Rolle mit Leber belebt und mit Charisma. Der ist sogar so weit gegangen, dass er das sogar noch besser gespielt hat wie der Pate, obwohl der Pate, der wurde den Pate Don gespielt hat, eigentlich schon ein hervorragender Schauspieler war, aber er, ja, schlecht den sogar noch. Ja. Charlie Chow hat mitgemacht, auch eine Legende. Ja. Zui Hark, den kennt man ja als Meisterregisseur, ja, zum Beispiel bei Ghost Story, ja, China Ghost Story hat er ja auch perfekt Regie gemacht, wie bei auch vielen Mafia-Filmen mit Chow Yun-Fat. Ja. Da hat er halt auch als Schauspieler glänzen können, Zui Hark. Ja. Und sonst war er ja oft als Regisseur immer hat er Meisterfolge gemacht. Ja. Hier hat er eine kleine Nebenrolle gehabt, Zui Hark, da hat er so einen FBI-Agent gespielt, aber der quasi die Mission retten will. Dabei war es nur ein Verrückter aus der Klapse. Ja. Hat aber, ich finde, das hat er mit der Mimik und so hat er ganz gut nachgemacht. Es gibt auch Meisterregisseure, die sind selber schlechte Schauspieler, passt auf Zui Hark nicht so. Das ist selber nur ein ganz perfekter Schauspieler. Ja. Und dann spielt auch ein Billy Lau mit. Ja. Also das sind halt mal Genre, das sind ja als Jugendlicher alles inhaliert und aufgesaugt. Du kennst du alle Regisseure und Schauspieler und Darsteller und hast nicht gesehen, Sänger, die kennst du quasi aus dem FF, weil das auch immer interessiert, hat man die Magazine gelesen, man hat sich da erkundigt. Das sind halt meine Filme. Dafür kenne ich mich halt in der Horrorfilmszene nicht so aus, obwohl ich mir auch gerne Horrorfilme anschaue. So, aber in so Martial Arts oder und Actionfilm kennen wir richtig gut aus, vor allem die aus Hongkong. Ja. So. Oh, jetzt muss der alte mal aufstehen. So. Und ich weiß gar nicht, ich hoffe, ich habe nicht zu viel verschwätzt. Ja, 9 Minuten, Gott ja noch. Da haben wir ja nicht mehr so viel Zeit, liebe Freunde. Ja. Also, Spoiler-Alarm an der Stelle.
den Film, ich habe ihn gleich mitgenommen, den habe ich von, eigentlich von Schnäpple gekriegt. Ja, von 9,99 im Drogerie Müller. Menü ist super, versetzt euch mit der Szene und mit der Musik euch schon in meine Jugendzeit zurück. Ich habe mir den Film so gern angeguckt. Alleine oder mit den Eltern. Dabei war das. War der Humor von meinem Vater jetzt nicht so das. Den schon seine Hannes angeguckt, angeschaut, der war begeistert. Ich war begeistert, bin immer noch begeistert. Ja, ja, der chinesische James Bond holt, also der Sammy King Kong, holt mit seinen Bond-Tricks vom Hochhaus einen Koffer Diamanten. Ja, da sind so Geschäftsleute am Tisch, da hat er so einen Zollzug, wo er mit der Pistole rumgeschossen hat. Und andere Rahmen, wie der es quasi mit Körperbeherrschung dann so einen Diamantenkoffer mitnimmt. Ja. Das waren halt so amerikanische Geschäftsleute, ja, die so irgendwie im Gangstermilieu sind. Ja. Also in der fingierten Handlung. Ja. Im anderen Hochhaus, wo unser Agent Sammy King Kong reingeht. Ja, baut sich ein gigantischer Killer-Roboter zusammen, ja, und unser Sammy King Kong, unser chinesischer James Bond, der muss gegen den Killer-Roboter kämpfen mit chinesischem Kung Fu, ja, und gewinnt dann mit seinen Kung Fu-Techniken und Tricks und mit dem Einsatz vom Fernseher, ja, war ein anberaumter Kampf, ja. Ja, der Roboter explodiert dann, ja, der King Kong, der, also Sammy King Kong, der Agent springt aus dem Fenster. Ja, so Jackie Chan-mäßig springt aus dem Fenster, also der hat sich halt auch vom Jackie Chan sich inspirieren gelassen. Der Killer schießt dann auf den Agent Sammy King Kong. Sammy King Kong fährt weg mit dem Motorrad und fahrt die ganze Kilo mit dem Motorrad hinterher. Dann gibt es dann sehr gute Stunts mit den Motorrädern. Ja. Und der Sammy Hui, der so heißt der Darsteller in echt, der ist ein ganz, der möchte alles Stunts selber wieder Jackie Chan. Also Autostunts, Motorradstunts, Showkämpfe in den Kung Fu-Sachen. Also der ist sich nichts schade, der hat auch ganz gute Stuntausbildung in Hongkong genossen. Ja. Da gibt es ganz viele Standsachen, zum Beispiel ist der Sammy Hui, der nimmt die Brücke als Rampe, springt mit seinem Motorbike auf den fahrenden Bus und vom fahrenden Bus wieder runter und fährt weg. Ja. Dann gibt es ganz verrückte Stunts, ich will nicht alle verraten, aber mal so, es soll ja hier Geschmäckle geben. Ein bisschen verrate, ein bisschen lasse ich offen und das Ende lasse ich offen. Also, der Trick ist ja, ein bisschen was zu erzählen, um euch Geschmack zu geben, dass ihr euch den Film kauft. Ja. Ja, und dann ist er mit dem Motorbike ins Meer gesprungen, mit dem Wasserkleider schon dann wegfahren, ja, weg von den Killern. Ja. Ja, der Clint Eastwood-Verschnitt, den nennt sie dann in dem Film als Killer. Die Kanalrate, ist so ein Clint Eastwood-Stil, wo der da auftritt und der soll für die amerikanische Bande quasi den Sam Hui beseitigen. Eine Frau sucht Schutz bei unserem Helden Sammy King Kong. Ja, Schlägergruppe läuft auf, 4 Stück. Agent Sammy King Kong, der mit sehr gutem Kung Fu hat er halt die Schläge in Flucht, ja, und natürlich halt mit Comedy-Einlagen, mit sehr lustig und so weiter, ja.
Sammy King Kong flirtet mit der Frau, die eigentlich gleich wieder losgeht und dann verwirkt, also die Frau, die geht auf die Bank und sagt, ja, ich will ein bisschen Geld abholen und druckt, schenkt dem Sammy King Kong dann so große in so einer riesen Karte drin. Und die geht an der Schale und sagt, der knallt euch alle ab, alles euer Geld, das ist ein Banküberfall. Der Sammy King Kong weiß das gar nicht. Ja. Und die Frau sagt, da sind viele Leute, die mir auch krapschen können, guck mal ein bisschen besser rum und dann möchte man keiner was, das möchte der Sammy King Kong. Und merkt aber gar nicht, dass er quasi instrumentalisiert wird vom Banküberfall. Und dann die Frau fährt dann bis er schnell, die Frau fährt dann mit der ganzen Kohle weg und die ganze Cops rennen dann im Sammy King Kong hinterher, der ganz wegrennt. So. Also das ist halt, ja, Action Comedy, aber das James Bond Feeling kommt ganz gut rüber, finde ich. Ja. So, ah, die Musik kommt drin vor. Ich weiß nicht. Das hat schon also James Bond Feeling, nur dass das halt alles auch auf eine lustige Schiene ist. Ja. Ich überlege gerade wieder. Ich habe schon wieder zu viel aus dem Kopf erzählt, wo ich gerade stehen geblieben bin. Ja. Ja, dann fährt der Sammy King Kong mit dem Fahrrad weg, mit geilen Fahrradstand, dass er vor der Polizei wegkommt. Dann rennt er nach Hochhaus rein, die Polizei natürlich hinterher. Dann hopft er so Jackie Chan mäßig aus dem Balkon raus auf den LKW drauf, ja. Und der LKW hat auf der Ladefläche viel Wasser und irgendwelche Meeresgetiere, die den Rest rausverkaufen will. Der LKW-Fahrer halt auch und denkt, was ist da los? Und der springt da von der Ladefläche raus und sagt, er ist gerade vom Hochhaus, wo der Springer hat gerade das Leben genommen. Also das ist nicht zum Ernst nehmen, das ist halt Comedy. Was fällt Ihnen ein, mit dem LKW da einer vorbeizufahren, sind mir alle versaut. Und der LKW-Fahrer, Entschuldigung und so. Und ja, es ist halt so ein schwarzer Humor, wo der eingebaut wird. Ne? Ja, der Sammy stört dann die Hochzeit vom Freund Kocek. Und rennt wieder vor der Polizei weg. Ja. Ja, der Sammy Hui, der hat da richtig gute Muskelform. Ja, an dem Film passt alles richtig definiert. Und ja, Masse ist am Start nicht jetzt der massigste, aber so, dass er halt auch hochakrobatische Sachen machen kann. Also so, hat er schon gute Muskelform. Ja. Sich an Nagel, Arme, Brust. Waschbrettbau, fast alles. Ja. Die Frau von Kocek schlägt mit Kung Fu Informationen aus Big Wang raus. Ja. Sammy King Kong und Kocek mischen Gangster auf. Ja. Aber Kocek versaut es wieder und die Gangster haben dann die Übermacht. Ja. Die Frau kommt drauf oder raus, Agent Sammy King Kong um den Finger gewickelt hat und ihm den Bankraub zugeschustert hat, obwohl er eigentlich so nachgestolpert ist. Und die Frau rettet dann der Kocek und der Sammy King Kong. Ja? Und, aber wie, müsst ihr euch selber retten? Also die rettet die zwei vor der chinesischen Hongkong-Mafia. Ja? Da war ja der Mafia-Chef,
Ja, und dabei, aber die sind dann denen kommen. Die Frau verwickelt die Beute, die klaut wieder Diamanten. Die Polizei rennt dann im Kojak hinterher und dann wieder im Semi-King Kong. Ja. Zu Haag als Mafia-Chef tut der Semi-King Kong in Sicherheit wieder, aber dann kommen die Leute von der Kraftmühle, nehmen zu Haag mit und so weiter. Aber das passiert im Film öfter so der Auftritt mit zu Haag. Ist man von der Kutsche geneigt, reingelegt, dass man was der Semi-King Kong, ja. So, und jetzt kommen wir zur dritten. Semi-King Kong kommt oft. Semi-King Kong kommt. Was haben wir da Gläser? Also, Semi-King Kong hockt dann bei der Mafia am Tisch. Kommt dann von der Mafia weg und rettet den Kocek vom Clint Eastwood-Verschnitt. Ja. Weil der ist in dem Kocek her. Ja. Verrückte Oldstands wieder. Ja. Die auch Sammy Hui selber möchte. Ja, der Clint Eastwood-Verschnitt kommt da doch an der Semi-King Kong, ja. Aber da irgendwie wieder ein Wischer und Semi-King Kong ist dann auch mit der Frau zusammen, den Daumen um den Finger wickelt, ja. Da passiert ganz vieles noch und jetzt ab dem will es auch verleisen, kann ich euch noch ein bisschen Geschmäckle geben. Clint will beide töten und gibt es eine Massenschlägerei im Club, also Kung-Fu-Massenschlägerei im Club mit einer Inf-Szene, mit einer kurzen. Ja. Wird um uns um Kocek und Sammy King Kong mit der Bombe gelegt, erinnert euch an Police Story 2 von Jackie Chan. Ja. Dann gibt es einen Roboterkrieg und so Kampf-Autos, ne, die sich mit Raketen beschießen. Da kommt auch eine romantische Szene drin vor. Ich sage mal, der Film, der ist so geil. Der hat alles: der hat Action, der hat Humor, der hat Stunts, der hat Kung-Fu-Kämpfe, der hat auch eine ziemlich gute Story. Der ist von hinten bis vorne nicht langweilig. Ich hätte ihn am liebsten nochmal ein zweites Mal in der Player Night. Alter, der ist so perfekt, auch nicht schauspielerisch, und so viel Hongkong-Legende drin. Ja. Also, und Eric Tsang war ja Regisseur und so viel talentierte Darsteller, wo er mitmacht in dem großartigen Projekt. Ja. Also von 1 bis 10 hat er 11 verdient. Auch die Special Effects, die haben gemacht mit den Roboter, mit den Tune der Autos, wo sie halt zwar alles primitiv, aber trotzdem unterhaltsam und überzeugt einen. Ja? Nicht so mit Computer, einfach CGI-Effekte, sondern nö, Handarbeit. Ja? Zwar primitiv, überzeugend, aber Handarbeit. Da haben sie sich noch mit Herzblut hinter die Filme gehängt. Oldschool-Filme, alte Filme. Und von 1 bis 10 hat er 11 verdient. Außergewöhnlich perfekt. Ja? Und das nostalgische Gefühl spielt auch mit. Und sehr schöne Landschaft aus Hongkong gebracht. Ja? Gibt's doch nicht hier.